Verdammte Kacke! Und da kann mir jeder Polizist erzählen, was er will. Auch wenn es wirklich der coolste Polizist ist, den es gibt. Egal, der glaubt trotzdem, er wäre was Besonderes. Das ist ja nicht schlimm. Kannst ja nicht beweisen. So. Dann haben wir wieder eine Anzeige reingedrückt. Anzeige wegen unangepasster Geschwindigkeit. So. Unangepasste Geschwindigkeit kostet wieder um die 100 Euro und gibt wieder einen Punkt. Verdammte Kacke! So. Und die Krönung an dem Abend. Schon ganz trocken halt. Die Krönung an dem Abend war. Ja. Nachdem er mir das gesagt hat mit der Anzeige, ja, wir machen das jetzt so, Freund. Du stellst jetzt dein Moped da hinten in die Ecke, gibst mir einen Schlüssel und läufst nach Hause. Das war der Wortlaut. So. Ich als 17-Jähriger habe mich natürlich nicht gewehrt, weil, was soll ich denn sagen, gerade als 17-Jähriger, da bist du halt so, oh scheiße, ich meine, du machst immer Fresse auf und hast immer, riskierst immer eine dicke Lippe, aber wenn der dann vor der Polizei stehst, dann bist du halt so klein mit Hut. Und das war ich in dem Moment auch. Ja. Also, ich gemacht, was der Polizist von mir verlangt hat. Ihm einen Schlüssel gegeben. Ja, und bin dann sozios mit meinem Kollegen nach Hause gefahren. Er hat mich dann freundlicherweise nach Hause gebracht. Ja. So, und das war's dann. Anderthalb, zwei Monate später kamen dann die Briefe. Und dann habe ich mir gedacht, so nach längerem Überlegen, nee, das lasse ich definitiv nicht auf mir sitzen. Hatte zum Glück eine Rechtsschutzversicherung. Direkt erstmal gegen beides Einspruch eingelegt. So. Das Ganze hat sich dann ungefähr anderthalb Jahre hingezogen. Und schlussendlich, was kam dann raus? Polizisten, beide können sich nicht mehr daran erinnern, was genau war. Auf jede Frage, die der Richter gefragt hat, wissen wir nicht mehr. Keine Ahnung, können wir nicht genau sagen. Okay, Mann. Wurde natürlich fallen gelassen, ganz klar. So, war jetzt eine lange Geschichte. Ich hoffe, das Video wird auch nicht zu lang. Aber was ich damit sagen will, was mein Punkt ist, und das war natürlich nicht das einzige Erlebnis mit Polizisten, das ich hatte. Da gab es noch viele andere, aber um das jetzt alles zu erzählen, da würde das Video viel zu lang werden, wirklich viel zu lang. Was mein Punkt ist, worauf ich hinaus will, ist, die Polizisten meinen, sie wären was Besonderes. Und da kann mir jeder Polizist erzählen, was er will. Auch wenn es wirklich der coolste Polizist ist, den es gibt, egal, der glaubt trotzdem, er wäre was Besonderes. Das ist ja nicht schlimm, solange der nett ist. Ich habe nur Polizisten getroffen, die nicht nett sind, die direkt mit der Moralpeitsche kommen und dir unbedingt was reindrücken wollen, weil sie Sterne sammeln wollen. Heißt im Klartext, aufsteigen wollen. Und das kann doch nicht sein. Jungs, wenn das irgendein Polizist hört, bitte pack ein bisschen Menschlichkeit aus und zeig Verständnis für die Leute. Da rede ich jetzt nicht von Vergewaltigern oder sonst irgendwas, nein, auf keinen Fall. Ich rede von Ordnungswidrigkeiten, vor allem im Straßenverkehr. Ich hatte auch ein getuntes Auto und da war es genau das Gleiche. Ich beziehe mich jetzt mit dem Video nur auf Ordnungswidrigkeiten bzw. das Straßenverkehrsrecht und das ganze Klimbim da drumherum. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Ihr nennt euch doch immer Freund und Helfer. Freund und Helfer. Erstens mal. Ein Freund ist für mich jemand, der mich unterstützt und mir sagt, wenn ich was verbocke. Und wenn ich was richtig verbockt habe, dann kriege ich halt auf den Sack. So, auf gut Deutsch gesagt. Dann kriege ich halt... ja, meine Strafe dafür. Und ein Helfer ist für mich jemand, der mir hilft im Leben.
Und das tut ihr nicht. Das tut ihr nicht. Das Einzige, was ihr tut, ist, Leuten den Tag zu vermiesen und den Leuten dann auch noch Geld aus der Tasche zu ziehen. So, das ist das Einzige, was ihr macht. Zumindest in meinem Fall. Und wie gesagt, das waren viele Fälle. Und ich kann das nicht verstehen. Ihr müsst doch Vorbilder sein. Mein Appell an euch, Freunde, ist, an euch Polizistenfreunde, wenn ihr zum Beispiel jemanden mit einem getunten Auto oder mit einem getunten Motorrad oder sonst irgendwas rauszieht, dann ist das nicht gleich ein Raser, ein Verbrecher oder sonst irgendwas, wie ihr das immer hinstellen möchtet. Wir sind Menschen, genauso wie ihr. So, wir machen Fehler, gewollt oder ungewollt, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber es ist halt einfach so. Bitte zeigt Verständnis für manche Sachen. Für Sachen, die keinem wehtun. Wenn der Auspuff jetzt mal 3 Dezibel zu laut ist. Oder wenn die Karre mal einen Zentimeter tiefer ist, als sie sein soll. Dann tut das erstens niemandem weh. Und zweitens gefährdet das auch niemanden. Ich lehne mich da jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber das ist halt, ja, so sehe ich es halt. So sehe ich es. Ihr verbreitet so viel schlechte Laune. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn euch niemand mag. Gerade die junge Generation. Ihr braucht euch doch nicht wundern, wenn in jedem zweiten deutschen Rap-Lied irgendwas mit F the Police oder sonst irgendeinem Scheiß kommt. Dieser Hass, diese Wut gegen euch, die kommt nicht von irgendwoher. Ganz sicher nicht. Zum Streiten gehören nämlich immer 2. Nicht nur einer. Und damit beende ich das heutige Video. Nicht mehr ganz so gut gelaunt wie am Anfang. Weil mich das einfach wütend macht. So, ich red mich da einfach in Rage. Aber es muss einfach mal gesagt werden. So. Es ist einfach meine Meinung. Und dazu stehe ich. Und die werde ich auch so schnell nicht ändern. Frühestens dann, wenn ich den ersten wirklich korrekten Polizisten treffe, dann ändere ich vielleicht meine Meinung. Puh. Okay. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, würdet ihr mich extrem unterstützen, wenn ihr ein Like da lasst, mich abonniert. Und natürlich, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.